Ich zeige euch heute mal eine richtig epische Stadt. Und zwar nennt die sich Vir oder wir sind auf Viermund oder Viermand City. Also ich denke mal, also die, ich weiß nicht, ob es ausgedacht ist, ich glaube ja. Und wir sind halt gerade in der Stadt. Es gibt, glaube ich, nur irgendwie, weiß ich nicht, also ich habe da jetzt nichts anderes gefunden. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, es gibt noch Ebenen und keine Ahnung, wie groß der Planet ist und was es da nicht alles gibt. Aber das ist eine richtige Großstadt, kann man schon. Ja, gut. Hat ein bisschen was von Naboo. Ist auch richtig nice. Hier steckt wirklich Arbeit drin. Das ist wirklich, sieht einfach nur geil aus. Das kannst du nicht anders sagen. Wir gucken uns das jetzt einfach mal zusammen mal an. Ich steige jetzt einfach mal aus. Die Klassen sind auch modifiziert. Ja. Richtig nice. Was hat der hier? Ja. Dann haben wir so einen ganz. So einen Republikaner. Mit Helm. Bewohner kannst du. Ja, so eine Wache ist das, ne? Die gibt's ja auch eigentlich im Offiziellen gar nicht, ne? Finde ich auch mega geil. Hier auch mit den Treppen und so. Das ganze Design einfach dieser großen Stadt. Ist cool, ist wirklich geil. Ich stelle mal kurz die Schwierigkeit ein bisschen höher. Mach ich mal auf Elite. Sonst ist mir das. Oh, und komm, bin ich gestorben. Sonst ist mir das einfach viel zu einfach. So, wir testen einfach mal alle durch. Guckt euch mal an, wie durchzwickt die ist, ne? So, der hat jetzt. Das ist ein Reparatur, ein Helfer-Typi. Ich finde die aber cool. Was die da für Anzüge haben. Haben so voll Retro. Oh, da ist einer. Vorsicht, Leute. So, jetzt spielen wir mal auf Elite. Jetzt geht's mal richtig ab. Also normal stinkt doch. Also wer spielt denn heutzutage auf normal noch? Ist so langweilig, oder? Ist doch keine Herausforderung. Ist keine Schwierigkeit für mich. So, hier müssen wir jetzt aufpassen, weil jetzt haben wir es natürlich in sich. Auch gerade die Sniper. Die sind jetzt ein bisschen besser unterwegs. Oh Gott, ich heile mich mal eben. Na, seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Hier muss ich jetzt aufpassen. Ach du Scheiße. Ja, das Aiming von dem ist jetzt auf jeden Fall besser. Hier, der hat eine Schrotflinte. Aber die Stadt gefällt mir. Oh yeah. Die sind auch schon so schön in grün. Vorsicht. Was hat denn der? Der hat Granaten, ne? Ich glaube, sonst hat der auch nichts Besonderes, aber es reicht ja. Wollen wir ein bisschen leben? Ja, nice, nice, nice. Ach du Scheiße. Das sind viel zu viele. Gib mir mal das Leben da, danke. Ist auch so großflächig, ne? Das ist wirklich eine große Karte. Ich gehe jetzt mal hier rein. Helfe ich meinen Leuten mal so ein bisschen. Finde ich auch cool, dass es hier auch Fahrzeuge gibt. Generell, also man sieht zwar schon, es sind so ein paar Texturen, ein paar so ein paar Items aus Naboo, ne? Aber ja gut, es wäre nicht anders möglich gewesen, aber du kennst ja wirklich keinen großen Unterschied, keine große Ähnlichkeit, meinte ich. Weil das dann doch alles hier ein bisschen anders aussieht wie bei Naboo. So, hier haben wir Sniper. Passt auf, Leute! Ist auf jeden Fall eine große Schlacht, ne? Ist auf jeden Fall ordentlich was los hier.
Ah, fuck. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Für ein... Oh, wir sind die 34. Einheit. Hier. Einer mit Panzerfaust und Minen. Aber die haben ja gar kein Fahrzeug, ne? Dann bringt die Klasse ja eigentlich nicht viel. Auf deren Seite, also von uns auf... Obwohl, ich könnte jetzt hier hingehen. Ich könnte jetzt hier mit der Bazooka reinballern. Nee. Lass mal stecken, was haben wir denn hier? Defender. Was ist denn das für einer? Auch eine Sniper? Ja. Also auch eine Sniper. Er hat auch Minen. Und der hat sogar... Ey, das ist ja geil. Der hat eine Sniper. Und der hat dann... Gleichzeitig hat er noch ein Sturmgewehr. Richtig cool. Ich hab's das Gefühl, wir verlieren. Sind doch viel mehr als... Oh, nee, doch nicht. Oh, es ist so episch. Die ganze Straße voller Einheiten. Vorsicht, passt auf. Ah, fuck. Ja, wir haben bis jetzt noch nicht alles gesehen, ne? Aber auch, ich sag mal, es sieht nicht raus wie reingeklatscht, ne? Also, es ist stimmig, das mit dem Himmel, das haben sie ganz gut gelöst. Das sieht nicht aus wie einfach, hier, wir erstellen einfach mal was und, das sieht so einfach total reingeklatscht aus. So hat man den Anschein nicht, okay. Das ist auch wieder bunt gemixt. Na, oh, okay, die haben doch einen Panzer. Wusste ich jetzt nicht. Ich hatte noch keinen gesehen. Gut, dass ich gleich eine Panzerfaust ausgewählt habe. Kann ich da mal so ein bisschen Schaden machen. Was haben wir hier noch? Was? Oh, der sieht cool aus. Der sieht echt cool aus. Offizier. Was hat denn der für schöne Waffen? Hey! Sollen wir mal links lang? Ja, die Runde ist gleich zu Ende. LOL. Was machst du denn hier? Aber ich finde die Übergänge von der Karte auch ganz gut. Treppe runter und dann kommt wieder eine neue Straße. Echt wie so ein kleiner Reichenviertel hier. Den Brunnen und so. Hier das Wasser. Ja, es ist wie so eine kleine Insel auch, ne? Auf den Bergen bei den sieben Zwergen haben sie das hier gebaut. Ah, wir haben keine Kommandoposten mehr. Ich obere den jetzt einfach mal. Ich möchte von denen die Waffe noch gerne mal austesten. Die ist so ein bisschen lila, ne? Ach du Scheiße. Nee, gegen die schaffe ich das nicht. Fuck. Leg mal ein paar Bomben hier hin. Nee, ich zeige euch gleich nochmal, die Rebellen und die Klone. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Oh lol. Vorsicht. Das ist auch geil hier. Gut, das hat auch voll was von Naboo hier. Aber mit der Brücke hier. Und dann nicht so eine Kuppel. Wie gesagt, das Design finde ich echt mega. Und wie groß diese Karte einfach ist. Das ist ja, das ist so heftig. Das ist richtig... Wow. Richtig, eine richtig gigantische Karte. Könnte knapp werden, aber ich glaube, wir verlieren. Was macht der denn in unser Fahrzeug drin? Ich glaub's ja wohl nicht. Aber die sehen auch cool aus. Die Fahrzeuge. Klar, kennt man schon, die sind jetzt nur in grün. Irgendwie habe ich das Gefühl, die ganze Einheit ist grün irgendwie.
Alle sind grün. Die Karte ist auch. Die Dächer sind alle grün. Ja, es ist auf jeden Fall stimmig. Es passt auf jeden Fall voll. Fuck, die sind echt... Die sind wirklich gut, die Leute hier. Auf Elite ist das schon nicht so einfach. Oh, lol. Hallo. Ich renn mal hier hoch. Hier oben war ich noch nicht. Gucken wir uns mal ein bisschen hier mal die Aussicht an. Das ist wirklich geil. Hier auch dieses... Die ganzen Einzelheiten. Dieses riesen Tor einfach. Dieses... Ja, diese... Der ist schon cool. Wie gesagt, hat was von Naboo, finde ich, aber ist was komplett Neues und da bin ich verreckt. Schade. Ist es vorbei? Wie viele Einheiten haben wir noch? Ja, hatte ich keine Chance. Gut, bis gleich, würde ich mal sagen, Leute. So, gucken wir es noch mal an. Vielleicht hat sich irgendwas verändert. Ich weiß jetzt auch nicht, was man für... Ja gut, eigentlich hätte ich ja die Einheiten der KOS nochmal zeigen müssen, ne? Eigentlich, aber... Ich kann euch nicht alles zeigen. Ein bisschen was könnt ihr selber mal nachgucken. Hier hat sich, glaube ich, nicht viel verändert, oder? Doch. Ich glaube schon, oder? Oh, lol. Ah, die haben ja auch die, die Wachen. Warum spawne ich denn direkt bei denen? Was ist denn los eigentlich? Ich spawne und der gehört gar nicht mehr mir, der Punkt. Medic. Oh, die anderen müssen wir noch freischalten. Cool. Ja, ansonsten haben sie die gleichen Fahrzeuge. Bin ich ein bisschen komisch eigentlich. Dass sie sich da nichts anderes einverlassen haben. Aber auch die ganzen Gebäude. Ich mag diese Farbe einfach. Die, ne? Dieses beige-graue. Das sieht edel aus. Also das ist wirklich, wenn man mal auf einer guten, designten Stadt spielen will, dann kann ich euch die nur empfehlen, Leute. Gut, hier buggt es jetzt ein bisschen. Aber guck mal, wir können ja außen rum noch vorbeilaufen, hier das Wasser. Das ist echt cool. Und das spiegelt sich sogar. Ich sehe auch auf Wasser, an Wasser, dass die Stadt auch an Wasser gebaut ist. So. Habe ich jetzt mal was freigeschaltet? Jawohl, den Support Trooper haben wir. Hä, der ist komplett gleich wie der andere, wie der ganz normale. Verstehe jetzt nicht, was daran Support sein soll, aber. Hä? Warum? Ach nee, okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Der hat nämlich eine Shotgun. Ansonsten, hier hat sich jetzt nicht viel verändert. Ich glaube, das war gar nicht so vorgesehen, oder? Für Imperium gegen Rebellen. Ich glaube, das soll eher, eine Klonkrieger-Map sein. Gerade weil die Gebäude so ein bisschen älter sind. Ne, Naboo ist halt, aber hat ja auch ein Klonkrieg stattgefunden. Weiß ich nicht, weil ich erkenne jetzt hier noch nicht große Unterschiede. Aber ich laufe einfach irgendwo hin. Bis ich die Karte mal auswendig kann, Leute. Ich weiß, oh, jetzt hat mir mein Leben weggesammelt. Der Wookie. Ich weiß nämlich nicht, wo was wo ist. Weil die Karte einfach so groß ist, weiß ich jetzt nicht. ja. Wo was ist, ne? Das ist einfach gigantisch. Du bist immer woanders. Ich steig nur mal aus. Ah, scheiße. Was haben wir denn noch für schöne Einheiten? Ansonsten bleiben sie immer gleich. Also jeder hat, ich glaube, jede Klasse, jede Dings hat eine Medic-Klasse und eine mit der Schrotflinte und eine mit der Bazooka. Oh, der hat, glaube ich, einen Sniper, ne? Ja. Ja. Alles gleich. Hier, den knall ich jetzt in den Kopf.
Aha. Ja, als Sniper ist das schon geil. Das Leben nehme ich mir mal gerne. Ja, auch guck mal, du kannst aber... Lol. Oh, ich bin runtergeflogen, ne? Hä, wo bin ich denn jetzt? Ach, da bin ich jetzt. Da bin ich runtergeflogen, ne? Ich finde, die Map hat auch sowas Natürliches. Also man könnte, wenn man jetzt nicht wüsste... Die können auch auf Wasser fahren. Wie geil ist das denn? Wenn man jetzt nicht wüsste, dass das eine... eine selber kreierte Karte ist von der Community, würde also würde ich jetzt nicht vermuten, ne? Oh lol, Hilfe, ich brauche Leben. Würde man das doch nicht vermuten, oder? So gut und so echt, wie die wirkt. Ja, den kriege ich auch noch. Ich will jetzt mal Wasser fahren hier. Raus da. Raus da mit deinem Kopf. Ich will da rein. Wie geil das einfach ist, Leute. Das ist ja so geil. Guckt mal, ich fahre auf Wasser. Na gut, rechts ist jetzt ein kleiner Grafikfehler. Jetzt ist er weg. Das ist aber cool, dass man hier mit dem... mit dem Fahrzeug auf dem Wasser fahren kann. Hat man gleich einen anderen Blickwinkel. Ist aber glaube ich nicht da vorgesehen für. Oh, wir sind halb unter Wasser, Leute. Wir sind halb unter Wasser. Wir sind unter Wasser, Hilfe. Ist das geil. Jetzt bin ich hochgesprungen. Na egal. Ah, aber trotzdem simpelt man ab. Schade. Ich wollte eigentlich oben drauf spawnen, auf den Teil und wollte dann rüberspringen, aber das hat wohl irgendwie nicht funktioniert. Na gut. Jetzt hier mir meine Einheiten verschwunden gehen, möchte ich euch ganz gerne mal die anderen zeigen hier. Was haben wir denn noch schönes? Defender. Der hat auch wieder eine Shotgun. Nee, er hat eine normale Pistole und wieder, ja. Okay, das ist genau gleich wie bei den Klonkriegern. Lol, das ist einer genau vor mir. Der Defender ist echt cool, weil der kann die wegsnipen und dann kann er noch die einfach so abknallen. Und ich muss mich jetzt in Sicherheit begeben. Ihr Wookie, stirb. Kann auch anders. Na, fast getroffen, habt ihr gesehen? Die halten immer voll viel aus. Balkons. Ja, die Übergänge sind echt gelungen, finde ich. Ich stelle mir das nicht einmal vor. Wenn du ein Gebäude platzierst, okay. Aber hier bei Battlefront 2 daraus eine Stadt zu bauen, die auch einigermaßen vernünftig aussieht, stelle ich mir nicht so einfach vor. Deswegen Hut ab, dass du das so stimmig übereinstimmt hingekriegt haben, ne? Das ist mit Sicherheit nicht einfach gewesen. So, was haben wir denn hier jetzt noch an Einheiten? Wir haben den Offizier und wir haben den Commander. Ah, okay, das passt irgendwie überhaupt nicht, finde ich, die Waffe zu dem. Ist ja auch ganz cool. Oh, wie viele Gegner sind denn hier schon wieder? Auf einem Haufen. Also man sieht auf jeden Fall, die KI kommen überhaupt nicht klar mit der Karte. Ich glaube, die ist doch nicht dafür... Die sind dafür nicht gemacht, ne? Ich meine, die rennen irgendwo straight irgendwo rum, aber... Naja, sie rennen ja jetzt nicht gegen die Wand oder so. Das ist doch die Hauptsache. Nur schade, dass es hier keine Jedis gibt oder so. Weißt du? Oder irgendwie so eine Special-Einheit. Naja, gucken wir uns noch den Commander an und dann war es das erstmal. Was hat der denn für schöne Waffen?
Das ist doch ein Grafikfehler, oder? Ich habe eine Lücke gefunden, Leute. Das ist, glaube ich, nicht gewollt, oder? Nee, der glaubt, das ist nicht gewollt. Ich habe einen Fehler gefunden. Ah, geil. Hä? Ich glaube, ich sollte hier auch gar nicht hin, oder? Warte, ich gehe jetzt mal nach hier drüben. Hä, die buggen voll. Okay, ich habe eine Schwachstelle gefunden. Das ist natürlich ultra schade. Er hat auch eine coole Waffe. Genau wie der andere Offizier. Das ist natürlich schade, wenn die jetzt alle da rumbuggen. Da unten. Ja, ja, das ist scheiße. Das ist echt. Das haben sie blöd gemacht. Hier. Ich meine, wir buggen hier unten drunter. Also, ich sag mal so, perfekte Karte an sich, wirklich gut ausgearbeitet. Aber das hätte ja nicht sein müssen, oder? Ich meine, das sind 20 Leute, die mir fehlen oder so. Und auf der Brücke sind die einfach, ja, dominieren die Gegner, ne? Weil von mir aus ist ja keiner zu sehen. Das ist gut. Das ist doof. Das ist dann wiederum ein bisschen unfair für die anderen. Weil die sind ja klar im Vorteil, weil meine sind ja wohl nicht da, ne? Nur vereinzelt. Das finde ich ein bisschen doof manchmal. Aber ansonsten kannst du da wirklich nichts sagen. Klar, sowas passiert mal. Naja. Sei es drum. Haben wir mal Fehler gefunden? Habe ich auch noch nicht. Also ich habe schon viele Custom Maps gespielt, aber ich habe bis jetzt noch nicht so große Fehler gefunden. Aber das ist ja natürlich ein bisschen doof, ne? Ja, gucken wir uns mal kurz um hier. Wie gesagt, ich finde die Karte mega geil, diese Riesenstadt hier. Könnt ihr euch gerne mal herunterladen. Sehr schön gestaltet. Ja. Das war's erstmal zu dieser Karte. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal dann. Macht's gut.